you don't pay for the product, you are the product. Das Business Online-Dating boomt. Aber was macht das mit uns? Die machen ihren Job richtig cool. Keine Ahnung, wie ich das sonst sagen soll. Aber ja, die Apps machen süchtig. Wie verändert sich das Zusammenleben unserer Gesellschaft? Diese Möglichkeit, so schnell neue Leute kennenzulernen, birgt einfach auch ein großes Risiko. Bleibt dabei die Romantik auf der Strecke? Ich finde es aber auch nicht schlimm zu sagen später, hey, ich habe meinen Mann über eine Dating-App kennengelernt. Also ich benutze Dating-Apps tatsächlich, weil ich auf der Suche nach der Liebe bin, weil ich gerne Liebe finden möchte. Das ist ein großes Ziel, das weiß ich. Und vielleicht kommt dazwischen ein anderer Zustand. Aber so, das ist so das Ultimum, würde ich sagen. I know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me. Ich bin Anna, ich bin 33 Jahre alt. Ich date seit so 10 Jahren online, glaube ich. Wie Anna hat eine ganze Generation das Datingleben ins Internet verlagert. Während sie die große Liebe sucht, haben andere Userinnen ganz andere Motivationen. Ob Beziehung, schneller Sex, Freundschaften oder Ego-Booster. Das Netz bietet Raum für unterschiedlichste Bedürfnisse. Swipen liegt einfach im Trend. Jede und jeder Dritte der 30- bis 49-Jährigen in Deutschland hat Dating-Plattformen schon einmal genutzt. Und deswegen hat es das Internet auch auf Platz 2 der häufigsten Orte zum Kennenlernen geschafft. Anna muss ihre Suche also nicht auf Deutschland beschränken. Sie kann mobil arbeiten und hat sich für Paris entschieden. Die Stadt der Liebe. Hier hofft sie auf ihr Liebesglück. Ich glaube, die meisten Leute würden eher naiv sagen. Aber ich bin hier in Paris eben auch, um eventuell einen Partner zu finden, ja. Hier die Liebe zu finden in der Stadt, die ich liebe, das wäre so Cherry on the Cake. Und dann denke ich mir, ist es gut, auch mal außerhalb seiner Bubble zu schauen. Und deswegen, das macht Online-Dating auch so interessant für mich. Ich lerne Leute kennen, die ich vielleicht sonst nicht kennenlernen würde. Und dann ist es im Online-Dating-Kosmos natürlich schön zu sehen, dass es recht viel Auswahl gibt und dass man sich nicht mit dem abfinden muss, was man gerade hat, sondern auch sagen kann, hey, das tut mir nicht gut. Und ich weiß, auch wenn es jetzt gerade schwer ist, aber da wird schon jemand anderes kommen, der einfach besser passt. Ich nutze derzeit Bumble, Tinder und Hinge. Und ich kann gar nicht sagen, wo ich mich am wohlsten fühle, weil ich glaube, das Ding ist, dass ich drei Apps habe, zeigt schon, dass keine perfekt ist. Online-Dating ist ein gigantischer Wachstumsmarkt. Love sells. Und das seit den 50er Jahren. Es gab schon immer Partnervermittlungen. Das Upgrade Digitalisierung lässt die Kassen jetzt so richtig klingeln. Expertinnen schätzen, dass in Deutschland die Umsätze diverser Plattformen bis 2024 auf rund 235 Millionen Euro steigen. Der All-Time-Favorite ist Tinder. Allein seit 2012 wurde die App weltweit mehr als 450 Millionen Mal heruntergeladen. Das Resultat? Insgesamt mehr als 65 Milliarden Matches seit der Gründung, sagt zumindest Tinder. Hinter Tinder steckt die Match Group. Der Marktführer besitzt neben sozialen Netzwerken und Singlebörsen die 8 größten Dating-Marken der Welt. Neben Tinder sind es unter anderem OkCupid und Hinge. Die Match Group bedient diverse Zielgruppen und dominiert damit auch den Markt. OkCupid hat eine erweiterte Auswahl an Optionen für Geschlecht, Orientierung und Identität. Die Match Group ist längst an der Börse, wo mit der Liebe gezockt wird. Aber natürlich versucht nicht nur dieser Konzern, die Herzen der UserInnen zu erobern. Weitere Big Player, die Aktiengesellschaft Bumble, Spark Networks und die Parship Meet Group, die zum ProSieben-Konzern gehört. Und alle wollen vor allem eins: Geld verdienen und uns an sie binden. Aber passt das überhaupt zusammen? Wirtschaftliche Interessen und die Suche nach Liebe, Flirts und Dating? Da gibt es sicherlich Konflikte zwischen dem Interesse der Plattform, eben möglichst nette Leute da zu haben, und dem, was eigentlich doch bei Beziehungen wichtig wäre, dass man wirklich auch mit seinen speziellen, spleenigen oder vielleicht auch radikalen, unangenehmen Seiten auch sich wechselseitig kennenlernt, weil
verflixt nochmal in einer Beziehung, muss man auch damit irgendwie klarkommen können. Aber dafür gibt es eben keinen Raum in diesen Plattformen, weil es so eine Wohlfühlatmosphäre sein soll, weil davon lebt die Plattform. Aber es ist eigentlich nicht im Interesse ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Ich bin Alex, ich bin 36, ich bin Journalist und ich date manchmal online. Ich mache das, weil man da easy peasy und sehr schnell Leute kennenlernen kann, ohne dass man jetzt groß erst in der Bar oder im Club sich trauen muss. Und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um einfach das mal nebenbei zu machen und irgendwie Leute kennenzulernen. Das ist natürlich eine spannende Frage, die man als Nutzer am Handy sich fragt. Wie funktioniert die App? Ist die jetzt überhaupt bereit, dass sie dir möglichst schnell deinen Traumpartner anzeigt? Oder verdienst du ja nicht eigentlich damit Geld, dass ich möglichst lange niemanden treffe? Also was sind die Algorithmen dahinter? Ich bin Mina Seitze. Ich beschäftige mich mit Big Data und künstlicher Intelligenz. Ein Algorithmus ist am Ende nichts anderes als ein kleines Monsterchen, das Futter benötigt. Und dieses Futter sind eben die Informationen, die ich angebe. Algorithmen sind also die heimlichen Matchmaker. Die Suche nach Liebe wird zur Programmieraufgabe. Zahlenkolonnen statt Schmetterlinge im Bauch. Die Daten dafür stellen wir selbst zur Verfügung. Wer uns am Ende aus dem riesigen Pool an Möglichkeiten angezeigt wird, ist also kein Zufall, sondern Mathematik. Jeder Dating-App-Anbieter hat unterschiedliche Algorithmen, die er verwendet, und die meisten geben das auch nicht preis. Bei Tinder wird verstärkt ja auf das Aussehen gesetzt, indem ich Bilder von mir hochlade und eine kurze Biografie schreibe. Und dementsprechend funktioniert der Algorithmus da ganz anders, weil auch viel mit Bilderkennung gearbeitet wird. Und auch anhand der User-Interaktion, ob ich jetzt zum Beispiel nach rechts oder links geswiped werde. Und je nachdem, wie beliebt ich auf der Plattform bin, basierend auf meiner Attraktivität, erhalte ich auch mehr Matches. Dann gibt es natürlich auch Gegenbewegungen durch Online-Dating-Apps wie OkCupid oder auch Once. Und OkCupid setzt weniger auf die Attraktivität und vielmehr auch auf Charaktereigenschaften, indem sie ganz viele personalisierte Fragen stellen zur politischen Einstellung, Religion, Vorlieben zu Literatur und Kultur. Tinder hat anfangs einen Attraktivitätsalgorithmus verwendet, den sogenannten Elo-Score. Hohe Punktzahl, große Chance auf das Liebesglück. Ursprünglich wurde der Elo-Score entwickelt, um die Spielstärke von SchachspielerInnen zu bewerten. Was hat das für das Online-Dating damals bedeutet, Mina Seitze? Wenn ich zum Beispiel geliked werde von jemandem, der eine sogenannte 10 ist, dann bin ich rapide beliebt auf Tinder, als wenn ich ein Match erhalte von einer Person, die mit einer sogenannten 3 bewertet wird, beziehungsweise als weniger beliebt oder attraktiv gilt. Und genauso funktioniert dieser Elo-Score, weswegen er auch immens unter Kritik steht, weil Beliebtheit wiederum seinen Ursprung hat auf die Definition von normschöner Attraktivität. Heute verwendet Tinder den Elo-Score nicht mehr, schreibt das Unternehmen. Stattdessen soll jetzt unsere Online-Aktivität in den Apps der Garant für ein passendes Match sein. Raffiniert. Denn das Ziel der Unternehmen ist ja nicht, dass wir uns schon nach einem Swipe verlieben, sondern dass wir möglichst lange online bleiben. Je länger wir dort sind, desto mehr Einnahmen für die Dating-Dienste durch Abos und Werbung. Nicht nur die Algorithmen fesseln uns an Dating-Apps. Auch deren Design basiert auf einem psychologischen Prinzip, der variablen Belohnung. Was dabei genau passiert? Schon die Erwartung einer Belohnung löst bei uns im Gehirn die Ausschüttung von Dopamin aus. Wenn wir swipen, wird unser Glückshormon aktiviert. Zur vermehrten Ausschüttung kommt es dann durch ein Match. Aber auch die reine Hoffnung darauf macht uns schon glücklicher. Verrückt, oder? Eigentlich wird dieses Prinzip beim Glücksspiel eingesetzt. Und jetzt eben auch bei der Liebe. So ein Dopaminrausch ist jedoch leider schnell wieder vorbei. Gut für die Apps. Denn deswegen wollen wir gleich weiter swipen. Je mehr, desto besser für die Datingdienste, denn sie leben davon. Natürlich sind sie auch daran interessiert, dass User tatsächlich die Liebe finden. Viele erfolgreiche Matches steigern schließlich das Image der Apps und bringen neue Kundinnen. Was macht Online-Dating mit den NutzerInnen?
Ich bin Katharina, ich bin seit letzter Woche 27 Jahre alt und ich wohne in Berlin zusammen mit meiner Frau und unseren mittlerweile 3 Hunden. Also ich hatte so in der Hochphase gerade nicht das Gefühl, dass da wirkliche Menschen hinter sind, aber auch weil es so viele waren. Ich glaube, das war eben auch, als ich heterosexuell gedatet habe, war da einfach unendliche Auswahl. Das hat nie aufgehört, da stand nie, du bist jetzt am Ende. Und deswegen war es dann irgendwie, selbst wenn du dich mal verswiped hast, war es so, ach naja, so in 20 Menschen kommt wieder einer, der mir gefällt. Was Katharina meint, nennt sich Choice-Overload-Effekt. Also kann das Swipen nicht nur süchtig machen, sondern auch einen nachhaltigen Effekt auf uns als Gesellschaft haben. Nämlich, dass wir uns schwerer entscheiden können. Oder, Frau Dr. Degen? Ich bin Johanna Degen, ich bin Sozialpsychologin und Paartherapeutin und forsche zu mobilem Online-Dating und Liebe. Es gibt da eine neue Parallelität im Dating und das bedeutet, dass man mehrere Dates auch innerhalb einer Woche zum Beispiel haben kann oder sogar an einem Abend oder sich das nächste Date über Tinder unterm Tisch oder auf Toilette besorgt, wenn es nicht so läuft. Das hat mehrere Konsequenzen, auch dass man sich weniger tief kennenlernt, weil man das schnell in Reihe schalten kann. Aber das ist auch so ein Verletzungspotenzial. Es sind so viele Optionen, es sind so viele Dating-Apps und man heißt halt nie glücklich. Ja, ich habe ein richtig schönes Date gehabt. Es war alles super nice. Gehen beide nach Hause und eigentlich soll ich diese Finger weghalten von meinen Dating-Apps. Aber dann fange ich halt einfach wieder an zu swipen und dann vergesse ich das Date, was eigentlich super schön war. Ja, was mich halt nervt, ist halt, vielleicht sind halt viel zu viele Optionen und viel zu viele Menschen. Hey, ich bin Lenny, ich komme aus England und bin Student und wohne seit 5 Jahren in Kreuzberg. Lenny hat nach einer Trennung angefangen, online zu daten. Er genießt sein Single-Leben und hat beim Daten viel über sich selbst und andere erfahren. Vor den Tricks der Apps ist auch er nicht sicher. Tinder hat mich getrickt, hat mich so ausgetrickst, das zu machen, weil halt super schlau gemacht, ehrlich gesagt. So, es steht so, wie viele Leute dich liken. Man kann halt nicht sehen, wer dich geliked hat. Oder man, was andere Tricks haben die so? Man swiped, man hat nur 100 Swipes am Tag und dann ist man aus mit dem Swipes. Und dann ist man so, oh, ich möchte eigentlich mehr swipen. Oder man swiped zurück und dann kann man halt wieder zurück swipen, wenn man halt jemand falsch geswiped hat. Irgendwie so, es ist wie ein Spiel. So, wie ein Spiel eigentlich. So. Und das macht diese Sucht. Und deswegen zahlt man 15 Euro im Monat. Aber ich hab's gemacht. Jetzt will ich's nicht mehr machen. Hinter der Suche nach der großen Liebe steckt also Big Business. Die Dating-Apps locken mit vielversprechenden Features und Abo-Modellen. Bei Tinder kann man zu Tinder Plus, Gold oder Platin upgraden. Und damit, laut Unternehmen, das Flirt- und Date-Erlebnis verbessern. Je mehr man investiert, desto weniger Werbung wird angezeigt. Desto mehr Likes und Super-Likes kann man vergeben. Swipen scheint plötzlich bequem und unbegrenzt. Natürlich kann man die Apps auch kostenfrei nutzen. Doch so oder so zahlt man in einer anderen Währung. Ich zahle ab dem Moment eigentlich den Preis für die Hoffnung auf Liebe mit meinen persönlichen Informationen und Daten. Und genauso ist es eben. Wenn ich nicht für eine Dating-App eine Mitgliedschaftsgebühr bezahle, dann muss ich mir als User doch die Frage stellen, wie das Unternehmen sich über Wasser halten kann. Und ich glaube, das ist im Kopf vieler Menschen gar nicht angekommen, weil wir auch so verwöhnt sind, was die Nutzung von Social Media betrifft, wo wir keine Gebühren zahlen, oder auch der Konsum von Content, wo wir zum Beispiel auch nicht gewillt sind, das Paywall-Abo abzuschließen. Diese Dating-Plattformen haben natürlich ein Incentive dahin, dass die Menschen nicht lange zusammenbleiben und wieder zurückkommen auf die Plattform. Also da könnte man über eine andere Form der Monetarisierung nachdenken, wie zum Beispiel, man zahlt, wenn man es geschafft hat, ein Jahr lang zusammenzubleiben, dann einen gewissen Betrag aus. Mein Name ist Tristan Horks, ich bin Trend- und Zukunftsforscher und beschäftige mich hauptsächlich mit Generationsfragen und der Thematik der Digitalisierung. Online-Dating funktioniert vielleicht ohne Liebe, aber nicht ohne Kapitalismus. Herzensangelegenheiten sorgen schon immer für wirtschaftlichen Erfolg. Aber warum eigentlich? Kai Dröge ist mein Name und wir sind hier im Institut für Sozialforschung. Ja. Ich habe ein Projekt gemacht hier zum Thema Online-Dating.
Wenn man sich mal anguckt, so die Geschichte der Entwicklung des Internets, ist es ja sehr, sehr schwer gewesen und bis heute eigentlich sehr schwer, für irgendwas im Internet Geld zu nehmen. Und Dating-Plattformen waren eigentlich mit die ersten Abonnementangebote, für die Leute wirklich bereit waren, auch eine ganze Menge Geld im monatlichen Abo zu bezahlen. Klar, mir war das schon relativ bewusst, dass da ein Unternehmen hintersteckt. Aber wenn es den Zweck erfüllt, war es mir eigentlich egal. Ich war 5 Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen, wir haben uns dann getrennt. Dann habe ich mir eingeredet, jetzt date ich mal so ein bisschen, hab mal ein bisschen Spaß. Zu Studienzeiten hat Katharina ihr Single-Leben voll ausgekostet. Aber mehr als an der Oberfläche haben ihre damaligen Erfahrungen nicht gekratzt. Es war auch ein bisschen ein Hobby, kann man schon sagen. Ich habe damals in Wiesbaden mit meiner Mitbewohnerin in einer WG gewohnt und wir waren beide frisch getrennt und wir haben beide den ganzen Tag getindert. Und es gab einen Morgen, wo wir gerade bei Anekdoten sind, einen Morgen, da haben wir uns in unserer WG-Küche getroffen und dann habe ich gesagt, ach ja, so und so ist gerade bei mir. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich habe auch Besuch, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und dann haben wir uns beide angeguckt und wir waren uns überhaupt nicht mehr sicher, wer da eigentlich gerade in unseren Betten liegt, weil wir einfach so in diesem Strudel waren. Dann war ich irgendwann relativ schnell gelangweilt, weil es halt immer weiter ging und weil die Gespräche auch relativ flach waren. Was beim Online-Dating schnell passiert ist, dass wir so eine Checkboxenliste quasi haben, was wir uns wünschten. Und früher hat man ja immer gesagt, gut auf dem Papier, aber hat nicht gepasst. Und das scheinen wir fast vergessen zu haben. Weil jetzt suchen wir so nach jemandem, der soll auch Frühaufsteher sein, auch Veganer, bitte links-grüne Politik mögen, schon mal im Ausland gewesen sein. Aber oft wachsen wir ja über uns hinaus und lernen was übers Leben, wenn wir jemanden treffen, wo wir gut zusammenpassen, aber vielleicht nicht unbedingt auf dieses Checkbox-Niveau. Aber fördern diese Checkboxen nicht auch unsere Oberflächlichkeit und benachteiligen Menschen? Größerer gesellschaftlicher Punkt ist, dass natürlich die ganze Oberflächlichkeitskultur, die im Netz so entstanden ist, man denkt an Instagram-Kultur und so weiter, natürlich im Dating dann nochmal maßgeblich amplifiziert ist. Und da fliegen halt eine Menge Leute einfach aus dem Datingmarkt raus, weil sie dort einfach keine Chance haben. Online-Dating kann also durchaus dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt und auf ihr Aussehen reduziert werden. Doch sieht es offline besser aus? In einer Bar sind es im ersten Moment schließlich auch eher äußerliche Faktoren, die jemanden dazu bringen, eine Person anzusprechen. Weswegen ich auch nicht unterschreiben würde, dass Dating-Apps total oberflächlich sind, weil für mich der Kontakt in einer Bar zum Beispiel, natürlich, man kriegt so die ganze Atmosphäre mit und den ganzen Vibe von einer Person. Also nicht nur jetzt das reine Aussehen, aber es ist schon sehr oberflächlich, was da passiert. Es gibt natürlich eine gewisse Dynamik, dass so einfach, weil es so ein Massenphänomen ist und auch so ähnlich strukturiert ist, eigentlich wie so Shopping-Plattformen, ja, dass halt solche Bilder und oberflächliche Sprüche ganz am Anfang eine große Rolle spielen. Ja. Es erzeugt so ein bisschen einen Druck, sich selber irgendwie so ein Millionenpublikum gegenüber quasi auch auf eine bestimmte Weise darzustellen. Das ist sicherlich am Anfang der Fall. Online-Dating hat auch noch eine andere Dimension. Wenn diese Online-Kommunikation dann wirklich mal anfängt, wie schnell es dann wirklich auch sehr, sehr persönlich wird und die Leute sich Sachen erzählen, gerade weil es auch so ein bisschen so ein Safe Space ist, Sachen erzählen, die sie vielleicht im Face-to-Face-Kontakt in der Bar oder so, würden sie die nicht am ersten Abend erzählen. Ja, aber es kann dann auch sehr schnell sehr persönlich werden. Sich schnell so intensiv aufeinander einzulassen, bietet sicherlich Potenzial für tiefgehende Verbindungen. Doch die Online-Dating-Welt ist nicht nur rosarot. Es gibt auch negative Folgen wie das Ghosting, bei dem der Kontakt ohne Vorwarnung und Erklärung abrupt abgebrochen, das Gegenüber komplett ignoriert wird. Das hinterlässt Spuren. Ghosting, genau, das ist so die Kehrseite dessen, ne, dass das Internet auch als so ein sicherer Raum wahrgenommen wird, wo man auch sich schnell wieder zurückziehen kann, wenn es einem zu nah wird. Das bedeutet natürlich für die andere Person auch dann, dass eben also dann auch immer wieder so plötzliche Beziehungsabbrüche. Und dass dann einfach Stille herrscht, das finde ich respektlos der anderen Person gegenüber. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dann zu schreiben, hey,
da war kein Vibe da, aber ich wünsche dir alles Gute weiterhin, aber ich würde jetzt das Match auflösen. Sowas zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel geghostet wird und man hatte schon immer einen Komplex wegen der eigenen Nase oder wegen der Körpergröße, wenn man sehr groß ist, wie ich zum Beispiel, oder wegen Korpulenz oder was man dann eben für ein eigenes Thema hat, projiziert man ins Ghosting rein. Oft stimmt das aber nicht. Also oft ghosten Menschen, weil sie überfordert sind, die App gerade löschen wollen, gar nicht mehr daten wollen, sich verknallt haben oder viele Gründe, aber meist nicht genau das Thema, was der andere dem unterstellt. Aber nichtsdestotrotz wird es dem zugeschrieben und hat dann recht starke Auswirkungen auf das Selbst und den Selbstwert. Das ist halt nicht cool, aber das passiert einfach so, wenn man viel datet, glaube ich. Aber jetzt versuche ich halt mein Bestes, das nicht zu machen, weil ich weiß, wie doll das wehtut. Ja, ich finde, Online-Dating hat mich ehrlicher gemacht als Mensch. Durch meine verschiedenen Erfahrungen. Das wird mir jetzt wirklich helfen, einfach viel ehrlicher in der Beziehung zu sein. Und das ist eigentlich ziemlich schön, finde ich. So, ja, deswegen bin ich eigentlich ziemlich dankbar für diese ganzen Online-Dating-Sites. Auch für Alex' Liebesleben ist Online-Dating sehr wichtig. Er ist Teil der LGBTQ+-Community. Noch heute erfährt er deswegen, wie viele andere, Diskriminierung. Online-Dating ist für ihn ein sicherer Ort. Ich glaube, kommt ein bisschen drauf an. Also meine Freunde, also ich bin gay, meine Freunde auch. Da ist es total normal einfach. Ich bin jetzt selber aus Berlin, aber Freunde von mir kommen vielleicht vom kleinen Dorf irgendwo. Und dann ist das die einzige Möglichkeit gewesen, Gleichgesinnte zu treffen. Deswegen würde ich sagen, für die LGBTQ-Plus-Szene ist es völlig normal, sich online zu daten. Also gerade in der LGBTQ-Community ist es, glaube ich, wichtig, dass es diese Räume gibt, weil sie einfach Safe Spaces sind. Wenn ich irgendwie auf dem Dorf lebe in Sachsen, jetzt ein bisschen Klischee-Pony, aber und da einfach vielleicht nicht so viele andere Gays sind und wenn man in einem Hitten-Club dann irgendwie einen anspricht, gibt's einen aufs Maul, will man das vielleicht auch nicht riskieren. Also insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass es Räume gibt, wo Leute, egal wie sie lieben und wen sie lieben, eben auch diese Räume haben, ihre Peer-Group kennenzulernen. Ja, also so ein Safe Space, ich meine, das gilt, also in der homosexuellen Community haben natürlich diese Online-Dating-Apps sehr, sehr viel verändert. Ne? Es hat sich sehr verschoben ins Internet und das ist wichtig, ja? Dass es solche Orte gibt, wo man eben auch frei von gesellschaftlicher Diskriminierung, von anderen Leuten, die einen irgendwie bedrohen oder angreifen oder auch nur kritisieren, dass man sich dort treffen kann. Für Katharina ist Online-Dating ebenfalls ein Safe Space. Ein Ort, wo sie frei und unkompliziert nach Liebe suchen konnte. Ich habe sehr lange Männer gedatet und da fiel es mir relativ leicht, neue Männer kennenzulernen. Das war gar kein Problem. Und dann, als ich irgendwann für mich selbst beschlossen habe, dass ich Frauen daten möchte, war das nicht mehr so easy. Und dann habe ich Tinder angefangen zu nutzen. Habe viel getindert, viel gedatet und habe dann, als ich nach Berlin gezogen bin, bei einer Besichtigung auch getindert und hatte ein Match mit meiner jetzigen Frau. Ich bin jetzt seit 2 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet, seit 5 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir sind ja das perfekte Beispiel, dass es geht. Happy End für Katharina. Aber wenn irgendwann zu viele UserInnen vom Datingmarkt verschwinden, geht das Geschäftsmodell der Apps nicht mehr auf. Immer neue Ideen müssen her, um unsere Herzen zu erobern. Gar nicht so einfach in unserer schnelllebigen Welt. Dieses Upgrade aber könnte unser bisheriges Online-Dating-Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Vielleicht sogar revolutionieren. Das Metaverse klingt nach Zukunftsmusik, ist aber vielleicht bald schon Realität. Insbesondere Firmen wie Meta und Microsoft sehen darin die Zukunft der digitalen Welt. Ein Cyberspace, bei dem Virtual Reality, Augmented Reality und Extended Reality zusammenkommen. Also eine Welt voller 3D und Simulationen. Auch Tinder plant bereits das Tinderverse. Hier sollen in Zukunft die Grenzen zwischen Online und Offline verschwimmen. Im Dystopischen ist es so, man setzt sich da ins Metaverse rein mit seinem digitalen Avatar und trifft seine digitale Freundin dort. Aber das ist keine echte Person, sondern das ist quasi ein Algorithmus oder eben ein Bot, den man geschrieben hat. Da gibt es da schon ein paar Nischen, wie zum Beispiel eben einsame Menschen, die sich nicht trauen, Menschen echt physisch zu treffen. Die können sich dann mal als Avatar annähern und dann ist es vielleicht auch einfacher, sich dann in Person zu treffen. Die UserInnen sollen sich in Zukunft gemeinsam in virtuellen Räumen bewegen und kennenlernen können. Wie in einem Videospiel erwarten sie hier Virtual Reality und Augmented Reality Techniken plus weitere Features. Tinder Coins, mit denen man virtuell Boosts und Superlikes kaufen kann.
Avatare, virtuelle Experiences und vieles mehr. Noch ist das Tinderverse in der Planung. Aber was es schon gibt? Interaktive Swipe Nights. Dabei durchlebt man auf der Tinder-App eine interaktive Mystery-Geschichte, bei der man selbst Entscheidungen treffen muss. Diese beeinflussen nicht nur die Story, sondern auch potenzielle Matches. Man tauscht sich über die Geschichte aus. Wenn's passt, kann man weiter chatten. Wenn nicht, kommt der oder die Nächste. Dating-App-Anbieter glauben an einen Bedarf dafür. Parship hat in einer Befragung erhoben, dass für mehr als ein Drittel der Deutschen Liebe auch gut ohne ein menschliches Gegenüber vorstellbar ist. Insbesondere Männer glauben an die virtuelle Liebe, behauptet zumindest der Konzern. Aber wird das wirklich unsere neue Realität? Also noch kann das Metaverse sicherlich kein Ersatz für die Realität sein. Das große Problem, das wir haben, ist, wir sind ja ein bisschen mehr als nur unser auditiver Sinn und unser visueller Sinn, sondern wir sind eine ganze Menge mehr, ganz viel Unterschwelliges, Unterbewusstes, das wir gar nicht spüren können, das wir auch gar nicht genau verstehen, das muss man ehrlich auch sagen. Und das lässt sich digital im Metaverse nach wie vor nicht simulieren. Also wir kriegen ja noch nicht mal Geruch hin. Ja? Also insofern, und ich glaube, man kann sagen, das wird auch viel beforscht, dass Menschen sich auch gegenseitig riechen und dann auch spüren, ob sie sozusagen füreinander passen. Das wird noch lange nicht gehen. Also Standpunkt jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, im Metaverse zu daten. Anna findet am Dating im Metaverse keinen Gefallen. Muss sie auch nicht, denn sie ist frisch verliebt. Direkt nach den Dreharbeiten ging es zu einem Tinder-Date. Und etwas später hat es dann auch richtig gefunkt. Ihr Traum von der Liebe in Paris ist wahr geworden. Solange wir uns verlieben wollen, wird auch die Geldmaschine Dating-App nicht müde. Genauso wenig wie unsere Finger beim Swipen. Und ich kenne auch viele, die einfach Angst haben, alleine zu sein. Aber Dating hat mir halt geholfen zu sehen, so, hey, da sind so viele schöne, super coole Menschen in Berlin. Und das ist was Tolles, einfach Single zu sein. Das ist nicht schlimm. Also ich glaube, dass Online-Dating da schon einen großen Einfluss haben kann. Auch weil man ja mittlerweile den Radius sehr weit stellen kann. Und letztendlich ist es doch auch irgendwie viel schöner, wenn man den perfekten Partner überall auf der Welt findet, als wenn man sich mit dem Halbperfekten oder Viertelperfekten zufrieden gibt, weil die Person nah dran wohnt. Der erste Moment ist natürlich trotzdem aufregend, weil du ja Gestik und Mimik und so alles vorher beim Schreiben nicht so richtig mitbekommst. Und wenn man sich dann trifft, ist es schon immer spannend, wer der andere dann genau ist und ob man auch irgendwie da die Chemie trotzdem noch spürt. Für mich sind die Apps nur ein Weg, um jemanden kennenzulernen und dann offline richtig kennenzulernen. So, es ist eine Eintrittskarte, aber nicht die ganze Show. Was für die einen die Eintrittskarte ist, ist für die Unternehmen Big Business. Die tun alles dafür, um ihr profitables Geschäftsmodell weiter zu optimieren. Die Liebe wird mehr und mehr zur Geldmaschine und verschiebt sich in den digitalen Raum. Aber Online-Dating ist eine Wechselbeziehung. Die Wirtschaft beeinflusst unser Miteinander und wir den Markt. Das Kennenlernen ist einfacher geworden und zugleich komplizierter. Unsere Suche nach der Liebe hat sich verändert und wird dies in Zukunft noch stärker tun. Trotz der Risiken ist Online-Dating eine Chance. Für die Liebe und für neue Verbindungen, auf die wir offline nicht gekommen wären.